Sparen Sie nicht mit dem Applaus, meine Damen und Herren. Wir sehen fantastische Sachen. Rolly, Mr. Canoe, Frederic und Jenny, Leo und François G. Okay, meine Damen und Herren, wir haben heute nebst vielen anderen Sachen auch ein Novum, nämlich Schweizer Fernsehen tut die Aufzeichnung, die heute noch gemacht wird von dem Kamerateam, demnächst übertragen. Und ich möchte Ihnen vorstellen und ich bitte um einen herzlichen Applaus der Manni Hildebrand, mit ihm zusammen haben wir das Ding fertig gebracht. Manni, danke vielmals. Grüezi miteinander. Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, auch im Namen vom Fernsehen. Es ist tatsächlich für uns eine Premiere. Wir haben bisher Rock'n'Roll-Weltmeisterschaften eher im kleineren Rahmen übertragen. Und ich freue mich, dass wir es zustande gebracht haben, dass wir da mit 5 Kameras da sein können. 4 Kameras haben Sie gesehen auf der Bühne.
Und eine war bisher unterwegs gewesen, hinter der Bühne, in der Kulisse, in der Garderobe, hat Interview gemacht und so weiter. Das Ganze hätte 50 Minuten Sendezeit gegeben und wird ausgestrahlt am 8. Dezember. Das ist ein Samstagnachmittag in einer Sendung, die Music Scene heisst. Und es ist für uns vom Fernsehen nochmal eine Premiere, weil die Co-Produktion ist auf sehr originelle Art zustande gekommen. Das Fernsehen selber ist mit einer Kamera da und die anderen vier, die gehören in einer Lokalfernsehstation. Es ist nämlich das Lokalfernsehen Niederhasli. Und soviel ich weiß, ist das das einzige Lokalfernsehen, das im Moment in der Schweiz sendet. Es ist der Plausch, dass wir mal so zusammenarbeiten können. Bitte darum um einen grossen Applaus für die Kameras und für den Veranstalter. Riesenapplaus! Danke vielmals!